Hallo, liebe Schüler und Schülerinnen. Ich hoffe, euch geht's soweit gut und dass ihr die ersten Tage der Corona-Ferien, wie sie wohl so heißt, gut überstanden habt. Mein Arbeitsauftrag an euch für die nächsten Tage und eigentlich sogar auch Wochen wird es sein, selber in die Rolle eines Zeitzeugen zu schlüpfen. Nun ist der Begriff des Zeitzeugen ja wohl eher etwas, das ihr vielleicht mit euren Großeltern verknüpft oder mit irgendwelchen alten Leuten im Fernsehen. Aber tatsächlich seid auch ihr, bin auch ich, sind wir also alle miteinander zurzeit Zeitzeugen. Ihr ahnt wahrscheinlich schon lange, worauf es hinausläuft. Es läuft auf die Corona-Epidemie hier in Deutschland, in Europa und der Welt hinaus. Im Dezember 2019 wurde das Virus erstmalig in Wuhan in China entdeckt und heute am 19. März 2020, also knapp 3,5 Monate später, hat das Virus schon dazu geführt, dass in weiten Teilen Europas die Schulen geschlossen wurden. Diese Ereignisse sind einerseits natürlich beunruhigend, andererseits aber sind sie auch epochal, das heißt, sie sind von höchster geschichtlicher Bedeutung. Wie werden wir in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren über diese Ereignisse reden, denken, sprechen? Werden vielleicht sogar euch eure Kinder fragen, wie das damals denn war mit der Epidemie? Ob wir es also wollen oder nicht, wir alle sind Teil dieser Ereignisse. Wir alle sind Zeitzeugen. Nun zu meinem Arbeitsauftrag. Dokumentiert die Entwicklung der Ereignisse bis zum Ende der Ferien. Wie diese Dokumentation aussieht, liegt ganz in eurer Hand. Die Art ist also frei. Ihr könnt ein Tagebuch verfassen. Ihr könnt Zeitungsausschnitte sammeln, ihr könnt ein Fotobuch erstellen, Videos drehen, einen Podcast erstellen, ihr könnt eine Collage anlegen. All das, was euch interessiert, schreibt es nieder, sammelt es. Dabei ist mir weniger wichtig, dass ihr euch jeden Tag eine bestimmte Zeit lang mit den Ereignissen beschäftigt. Wichtiger ist mir, dass ihr euch jeden Tag damit beschäftigt. Und dann ist das auch die einzige Regel. Beschäftigt euch jeden Tag mit den Ereignissen. Verfasst jeden Tag einen Beitrag oder einen Eintrag und heftet diesen ab, beziehungsweise sammelt ihn, so dass es in 4 Wochen in etwa ein zusammenhängendes Geheft ist. Und wenn ihr dann wollt, haben wir in der nächsten Geschichtsstunde miteinander die Möglichkeit, eure eigenen Eindrücke miteinander zu besprechen, zu durchdenken und vielleicht auch mit Erleichterung zurückzublicken. Ich freue mich, euch bald oder spätestens in 4 Wochen wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.